Und hallo bei Torchmod. Diesmal, der mag euch etwas unbekannt vorkommen und euch mag vielleicht irritieren, dass hier zweimal dasselbe Bild ist. Und das sind der Berserker und der Myrmidon. Denn aktiviert ist jetzt an erster Stelle der Mod. Epic Overhaul, genau. Habe ich gerade schon mal hier so kurz erstellt. Der heißt jetzt mal Grease Mod, weil Myrmidon nämlich so ein griechischer Krieger sein soll. Dann geht es jetzt mal noch auf der Suche nach einem Pet unterwegs, auf wie auch immer. Wir nehmen jetzt mal eine Kopfkrabbe mit. Das sieht zwar eher aus wie eine, also ich würde sagen, die Zeit noch keine Krabbe, muss besser passen, aber mehr. Das sieht zwar immer extrem hässlich aus, aber mehr. Aber naja. Oder, ja doch, wir nehmen die einfach mal. Oh, Falke. Oh, Falke gibt es zwei verschiedene Aussehen. Papillon. Na egal, ich nehme jetzt trotzdem mal die Kopfkrabbe. Die soll nicht Tüpfel heißen, sondern die soll, ich glaube, so wird es geschrieben. Grease Crab. Schreibt mir in die Kommentare, wie ich Krabbe falsch geschrieben habe. Also, Crab. Ja, immer. Ich nehme natürlich normal. Und jetzt mal bin ich verrückt und spiele auf Hardcore-Modus. Und wir spielen meistens sowieso nicht so lange. Mit einem Rechtsklick setzt ihr eure zugewiesene Fähigkeit bzw. den Zauberspruch ein. Mit Tab könnt ihr außerdem zu einer alternativen Fähigkeit wechseln, die auf dem rechten Fähigkeitenplatz im unteren Bildschirm angezeigt. Blubablub. Okay. Hilfe! Enter! Escape! Gut, wir konnten Escape von dem auszuhaltenden etwas Zeugs. Ich probiere jetzt mal die Quest nicht anzunehmen. Ich bin schon gespannt, was da passieren wird, aber das ist sowieso nicht so wichtig. Wir müssen einfach nur bis zur Enklave kommen. Wenn nicht auch. Die Licht aus dem Gegner. Krabbe. Okay, dann. Ah. Mögen wir nun mal. Ach ja, das da unten mache ich vielleicht ein bisschen. Das ist das, was ich eigentlich bereits beim letzten Torchmod zeigen wollte. Ui, Diablo. Oh, das geht nicht. Das hat davor nicht funktioniert, weil, das ist mir dann später mal aufgefallen, wegen dem anderen Ding. Hier, TL2 Remastered. Wegen TL2 Remastered. Wenn man TL2 Remastered aktiviert, funktioniert nichts funktioniert dann. Sowohl TL2 Remastered als Mod funktioniert aber nicht. Wie auch. Also bei mir ist es jedenfalls so, vielleicht muss ich noch anders installieren oder so. So wie auch alle anderen eigenen installierten Mods nicht funktionieren. Ja, das ist wirklich schade, aber naja. Mit dem Gold hätte ich natürlich vor dem Tod was kaufen können. Jetzt ein bisschen Frage ist, wie soll man denn diese Attacke einsetzen? Vorher ist das Sword, was Spear and Shield equipped. Das finde ich jetzt ein bisschen, das finde ich jetzt ein bisschen blöd gemacht, dass man am Anfang bereits seinen ersten Skill nicht anwenden kann. Ein bisschen sehr schade, ich würde das sehr gerne ausprobieren. Gebrauchen kann, dann kann ich wahrscheinlich schon gebrauchen, aber Pink kann ich eben nicht gebrauchen. Vielleicht liegt da ja irgendein Schild rum, was er hier dann nehmen kann. Ich möchte zwar mal in den Space nicht unbedingt die Musik im Lager haben, aber das ist schon mal okay, wenn das so gut ist. Und mal wieder, genauso wie bei den kurzen Abhören, auch bei dem hier. Wieso hat sich nicht einfach. Verschlagübungen? Wieso hat er sich nicht einfach den Heiltrank reingeschlürft, bevor er geleitet ist? Das ist jetzt ein Deutscher. Ja, doch. Nicht lass mich sterben. Sterb doch, habe ich gesagt. Halt dir zu oder so. Das wäre sehr schade, wenn wir sterben können, weil das bedeuten würde, dass wir meinen, schließen die Heiltrank jetzt nochmal angeschaltet haben. Stufenaufstieg, das ist nicht schlecht. Ihr seid eine Stufe auf. Ah! Eine verschlossene Goldstufe, die wir Schlüssel haben. Nee, hab ich soweit mitbekommen, aber anscheinend haben wir einen Schlüssel für die verschlossene goldene Truhe, die inzwischen ausgeplündert ist.
Säuseltur. Ich glaube, er sollte einen Typen da helfen. Bitte helfen mir. Ich kann diese Viecher nicht länger am Leib halten. Jetzt kann ich nicht. Gleich die Handschuhe aufsammeln. Die Tote mit Fingern aufmachen. Ich dich aufdünnen werde. Nein, leider geht das nicht. Und doch, ich würde ihn auch einfach nicht sterben lassen. Genau, das wär's doch mal. Wir machen jetzt mal alles ganz böse. Wir verfüllen jetzt keine Quests oder so, sondern wir rennen ja. Oh, scheiße, jetzt habe ich mich schon das Leben gerettet. Na dann ist ja. Gut, dass ihr es geschafft habt. Hier erhält man also neuerdings Waffen, für die man Stufe 19 braucht? Seltsam, finde ich. Wenn man Waffen erhält, Stufe 19 braucht. Hier am Anfang. Auf Stufe 2. Aber wenn die meinen, dass es nötig ist, ja, dann scheinen die zu meinen, dass das nötig zu sein scheint. Ja. K-Skill. Immer noch älter im Kopf. Nein, es ist K-Skill. Das logische S. Achilles. Vehement. Teil Award and Sword and Shield. Quite a pole and number 7. Jetzt Tarkaus. Quite a great spot. Uranus, Pontos, Tartar. Okay. Naja, das ist gut. Interessant scheint. Sisos Provis. Sisos Provis. Sisos Provis. Kostet irgendwie alles kein Mana, ne? Zwei ist ein Great Sword. Na dann mach ich mal das. Keine Ahnung, was wir da von jemals bekommen werden. Ob sie es jetzt getan werden, besser warten sollen. Na egal. So. Ich weiß nicht, ob wir hiermit so weit kommen werden. Ich glaube, wir werden jetzt vielleicht manchmal irgendwann Skill aktivieren. Ich glaube, wir werden den ganzen Display jetzt noch keinen Skill aktivieren. Wohl neu hier, was? Oh ja. Was habt ihr hier zu suchen? Ich glaube, dann gehen wir mal rüber zur Enklave. Oh, wir haben die Blutpunkte noch nicht verteilt. Naja, egal. Wird schon noch gleich geschehen. Spart euren Blutstein nicht für später auf. Nutzt ihn für Enklave. Nutzt ihn lieber Blut. Ja, kann ich natürlich nichts gebrauchen. Nichts gebrauchen dran. Oh, das Pet hat auch was gefunden. Deswegen habe ich das auch bei Torchlight als hier so viel falsch gemacht. Okay, dann lege ich das Ding mal hier rüber und dann sage ich mal nur... Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weitergehen. Jetzt probiere ich hier mal was Gutes zu erangeln. So, ein Gras und ein Kabel ist jedenfalls. Ein Netzfisch und diesmal angle ich nur dreimal, weil wir schließlich schnellstens weiter wollen. Und wenn es normalerweise immer nur bis zur Enklave geht, aber da wir jetzt keinen einzigen Skill einsetzen konnten, das ist irgendwie ein bisschen gut. Noch ein Netzfisch. Die Fische sind nicht alle so viel im Netz unterwegs, genau. So war das. Ach, stimmt ja. Wir haben jetzt die Quest gar nicht ausgefüllt. Das bedeutet, wir kommen nicht Wer weiter. Seid ihr und was wünscht ihr? Was habt ihr hier zu suchen? Das ist echt nett. Das ist echt sehr nett. Kommt ihr zurücklaufen, dauert jetzt einfach zu lange. Also schreibt mir in die Kommentare, wenn ich hier vielleicht noch ein Video machen soll oder so, weil das glaube ich nicht. Dann mache ich eben diese Fortsetzung aus. Also schreibt es in die Kommentare. Außerdem nicht vergessen, auf npr-umfrage.blogspot.de vorbeizuschauen. Auch wenn dieses Let's Play ganz sicher nicht verlängert, pausiert wird, weil ich das einfach schnell durchschaffen will. Ich habe nicht so viele Mods, die es bei mir geklappt hat, die ich installieren konnte, bei denen das funktioniert hat. Und jetzt habe ich, glaube ich,